Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir diesmal machen werden, ist, wir tracken die Velocity. Das bedeutet, wir gucken, wie schnell unser User hier irgendwas gemoved hat. Also wenn er den Finger irgendwo drüber fährt, dann wissen wir dann, wie schnell er das getan hat. Und dadurch können wir dann zum Beispiel so Sachen wie Fling oder sowas manuell implementieren, was wir hier zwar schon gemacht haben, weil wir hier ja auch eine Fling hatten, hier. Aber man kann auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel, er bewegt seinen Finger, was weiß ich wohin. Und ja, das geht alles mit Velocity natürlich. Also mit der Geschwindigkeit der Bewegung. Gut, und ja, dazu brauchen wir nur diese On-Touch-Event-Methode hier. Ich lasse den anderen Kram mal drin, denn schaden kann das ja nicht. Und ja, tut das hier einfach mal auskommentieren. So. Und damit wir jetzt diese Velocity tracken können, brauchen wir natürlich als allererstes mal einen Velocity Tracker. So, und den schreiben wir uns einfach da oben hin. Private Velocity Tracker. So, wir nennen ihn einfach mal VT und setzen den auf Null. So. Und hier unten in der OnTouch-Methode sagen wir dann einfach, ne, so. In der OnTouch-Methode sagen wir dann ganz einfach, okay, wir wollen erstmal rausfinden, was es für eine Action überhaupt ist. Das heißt, wir sagen int, also wie wir es auch schon kennen, int action gleich event Punkt get action masked. So geht das nämlich auch. Das ist die zweite Methode dafür. Und wir sagen, wir brauchen den Velocity Tracker natürlich, den setzen wir in, also wir switchen jetzt über diese Action, switch Action, und ja, hier drin sagen wir dann, okay, wir wissen, unsere Action ist ein Case Motion Event Punkt Action Down, dann sagen wir, wenn unser Velocity Tracker null ist, also if VT gleich gleich null. Dann erstellen wir bitte einen neuen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Das erstellt man nicht mit new, sondern man sagt einfach VT gleich Velocity Tracker. Oh wow, geil. Wird alles schon vorgeschlagen. Also Velocity Tracker. Obtain liefert uns einen neuen. So. Das macht man nicht mit new, weil es darf davon nur ein einziges Objekt geben und ja, genau. Über else probieren wir dann natürlich aus, was passiert, wenn der Velocity Tracker nicht null ist. Dann sagen wir ganz einfach, wir clearen den ganzen Velocity Tracker. Wir sagen einfach, okay, da steht jetzt nichts mehr drin. Und dann, nachdem wir das gemacht haben, packen wir ganz easy in unseren VT ein neues Movement hinzu, nämlich das Movement, ja, quasi, dass man runterdrückt einfach, mehr nicht. Ewept, ja, ewept, ewept, okay. Und dann breaken wir natürlich. Gut, so, und jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, Case Motion Event Punkt Action Move, und das ist das, was wir eigentlich machen wollen. Hier oben haben wir das Ganze quasi nur initialisiert. Also was passiert, wenn der Finger das erste Mal runtergeht, wird es ja immer aufgerufen hier. Wenn man den Finger quasi runterdrückt, beziehungsweise in unserem Fall, wenn wir es debuggen, die Maus, dann wird diese Funktion hier ausgeführt, und dann, wenn man es bewegt, wird ja auch nochmal diese Funktion hier ausgeführt. Das heißt, das ist kein Stress. Kann man alles machen. So, und hier sagen wir dann ganz einfach, wir adden wieder ein Movement, nämlich dieses Event, und sagen dann in unserer Text, in unserem Textfeld wird jetzt angezeigt, wie schnell hat er denn jetzt bewegt. Also was Sinnvolleres fällt mir gerade auf die Schnelle nicht ein, was nicht viel Aufwand wäre. Ja, wir sagen hier vt.compute current velocity, und dann schreiben wir hier einfach 1000 rein. Das gibt uns an, wie viel Pixel pro Sekunde gerechnet wurden. Also wenn wir 1000 hier angeben, Pixel pro Sekunde immer schön merken. Genau, und dann sagen wir ganz einfach, hier setzen wir text.setText auf xvelo, ich schreibe jetzt einfach mal xvelo gleich
Und hier berechnen, oder ja, wollen wir dann das Ganze eben berechnet kriegen, weil wir wollen es ja nicht selber berechnen, wir sind ja faul. Velocity Tracker Compat. Und das Ganze ist eine Static-Methode, das ist das Tolle dran, wir brauchen es nicht mal instanzieren. Get X Velocity. Und hier muss natürlich dann der Tracker rein. Und den bekommen wir mit VT. Und hier muss eine, so jetzt seht ihr es hier, eine Pointer-ID muss hier rein. Und diese Pointer-ID, upsala, jetzt bin ich wieder mal. Diese Pointer-ID bekommen wir, indem wir diesen Event wieder aufrufen. Und auf diesem Event gibt es eine Methode, die nennt sich getPointer-ID, von dem her nicht wirklich irgendwie ein Hexenwerk. Und die wiederum will jetzt einen Pointer-Index haben. So, der Index ist, wo dieses Event quasi steht an der Liste. Da sagen wir ganz einfach Event.getActionIndex wollte ich eigentlich haben. Genau da. So. Und das gibt uns jetzt die X-Velocity aus. Ihr seht einen Haufen Klammern und sonst nicht viel. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch das Ganze in der. Ach, wisst ihr was? Ich werde einfach mal hier. Nein. Das war's nicht. Steuerung D wollte ich eigentlich haben. Genauso wollte ich das haben. So. Die Y-Velocity. Allerdings müssen wir hier dann natürlich nicht die SetText-Methode aufrufen, sondern die Append-Methode, damit wir es unten dran kriegen. Und wir brauchen hier noch ein Backslash N, sonst wird das unlesbar. So, und hier sagen wir dann einfach die Y-Velocity fertig. So, und somit haben wir eigentlich schon fast unsere Methode hier fertig. Ich mache hier mal ein bisschen die Leerzeilen raus. Ne? So, jetzt müssen wir hier natürlich noch breaken. Ups, break. Und ja, dann haben wir hier noch die Fälle Motion Event, dass der User seinen Daumen wieder hebt, beziehungsweise wir unsere Maus loslassen. Allerdings weiß ich gerade nicht, wo das steht. So. Und es passiert dasselbe, wenn der User den Daumen hochlässt, wie wenn er einfach nur cancelt. Motion Event.cancel. Wow. Das ist echt Deluxe, muss ich sagen. Wenn man Cancel eingibt, wird einem Action Cancel vorgeschlagen. Das ist echt cool. So. Und dann sagen wir hier einfach vt.recycle. Ab in den Papierkorb mit dir. Und fertig. So, der Default-Fall, den gibt es nicht. Es gibt nur diese drei Fälle. Was anderes behandeln wir hier einfach nicht. Wenn was anderes kommt, sagen wir einfach true und passiert gar nichts. So, fertig sind wir. Und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann können wir uns ausgeben lassen, mit wie viel Speed wir das alles hier gedrückt haben. So, ihr seht wieder mal, mein Handy hängt immer noch dran. Es frisst viel Akku, ist uralt, Android 2. irgendwas und ja, ich werde wahrscheinlich nicht mal meine eigenen Apps auf meinem Handy laufen lassen können. Das ist natürlich traurig. Aber ich kann damit fast noch telefonieren. Das heißt, es funktioniert noch. Okay, so. Ja, wenn wir jetzt hier von oben nach unten fahren, dann sehen wir hier, ne, dass ich verwackelt habe. Ah ja, genau. Da ist er wieder mal, der Fehler, der mich jetzt schon zum 100. Mal dieses Video aufnehmen lassen hat. Und jetzt möchte ich euch erklären, wie dieser Fehler zustande kommt. Ja, wir befinden uns hier in Android 4.4 und dieser wundervolle VT Velocity Tracker. Ich habe jetzt gerade eine halbe Ewigkeit danach gesucht und euch deswegen mal pausiert gehabt, als diese App ohnehin gestartet hat und ich ständig diesen Fehler bekam. Deswegen, ja. Man muss hier diesen Velocity Tracker automatisch noch, nicht automatisch, auf Null setzen, damit das Ding funktioniert, denn sonst ergibt diese Clear-Methode hier irgendwie einen Fehler. Passiert nur in Android, was auch immer das für eine Version ist, 4 irgendwas. Danach sollte es funktionieren und davor sollte es auch funktionieren, das heißt, irgendwas hier hat einen Bug gegeben. Okay. Damit wäre das hoffentlich beseitigt und ja, wir können nochmal starten. Alles klar. Gut. Also, wenn wir das hier gestartet haben, dann sehen wir, dass wir nichts sehen, solange sich die App nicht gestartet hat. Jetzt. So, jetzt gehe ich von unten nach oben und wir sehen hier, dass die X-Velocity, also X und Y, ist wie in einem Koordinatensystem. Hier nach rechts ist X und hier nach oben ist Y. So, jetzt könnt ihr euch das Ganze wie die Beschleunigung vorstellen. Nee, nicht die Beschleunigung, die Geschwindigkeit könnt ihr euch vorstellen. Und ja, das ist natürlich dann. Wenn ich einen riesen negativen Y-Wert habe und einen fast 0 X-Wert, dann bedeutet das, naja, fast 0, okay, ich bin etwas verwackelt, aber okay.
Dann bedeutet das einfach nur, dass ich von oben nach unten gefahren bin. Wenn ich einen großen positiven y-Wert habe, bin ich von unten nach oben gefahren. Und bei x ist genauso, von rechts nach links, so, und ihr seht, es stürzt nicht ab. Von rechts nach links ist ein ziemlich negativer x-Wert, weil dieses ganze Koordinatensystem fängt hier in der Ecke an, nicht links. Und wenn ich so rumfahre, ist das Ganze natürlich riesig positiv und es stürzt tatsächlich nicht ab. Ich freue mich. Ja, alles klar. Also ich glaube, ihr habt ungefähr das Ganze verstanden. Wenn ich so rumfahre, dann. Oh, wow. Null. Ja, genau. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist, wenn man. Ja, wenn man einfach nur leicht klickt, dann hat man fast keine Velocity und so wird dann auch ein Klick ja, analysiert oder halt rausgegeben, dass es ein Klick sein sollte. Also ein Tap wird natürlich, wenn ich jetzt einfach nur draufklicke, dann passiert gar nichts. Aber wenn man eben leicht verwackelt, so. Oder so, dann hat man meistens eine relativ geringe Velocity. Und so kann man dann auch eben einen Klick darstellen. Deswegen, bitte benutzt es in euren Apps, weil ich finde es furchtbar nervig, wenn eine App mir sagt, ich hätte gerade gewischt, dabei habe ich gerade nur geklickt. Alles klar. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal und ihr verzeiht mir diesen Fehler, den Android da verursacht hat. Okay, dann bis dann. Ciao, ciao.